lernen wir die Tanten kennen hier. Tante des Rechts und Herrin über Avoilette. Sie leitet eine einst Arthias Justizsystem und setzt ihr unfehlbares Gespür für Recht und Unrecht dazu ein, Urteile zu fällen und Strafen zu vollstrecken. Ihre Fairness und Integrität sorgte dafür, dass im ganzen Land Ordnung und Frieden herrschten. Das ist die, gegen die wir gleich kämpfen, glaube ich. Silas. Silas. Alles gleiche. Yep, you can tell she's the one in charge. Looks tough as hell, too. Very impressive. No wonder the people trusted her to lead them into battle. Propaganda. Ja, Tante. Ich will auch immer Tante sagen, das ist voll schwierig. Hatte gerade Probleme mit PayPal, boah, 3 Wochen nicht eingeloggt und voll die Sicherheitsfragen. Ja, PayPal ist da sehr nervig manchmal. Aber dient ja zur Sicherheit. Tante der Stärke und Herrscherin über Praeon Ost. Da sie ihre Truppen nicht bloß aus der Ferne befehligen wollte, schloss sich Syla bekanntlich während der Auslöschung der Reddick den Verteidigern Arthias an der Front an. Befeuert durch die unvergleichliche Kampfstärke ihrer Kommandantin, konnten die Soldaten Arthias die Invasoren bezwingen und ihrem Vaterland wieder Frieden bringen. Sehr tollige Augen, Simon. Vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen, May. Oh Mann. The venerable Tante Olas. She looks smart. She was the Tante of Wisdom. I had a teacher like her. Same look in her eye. You went to school? Believe it or not, I didn't spend my entire childhood developing a tough street girl persona. Hmm. Could have fooled me. Schauen in die Seele. Tante der Weisheit und Herrscherin über Visoria. Sie besaß grenzenloses Wissen zu unzähligen Themen und ihr einziger Wunsch war es, diese Erkenntnisse mit ihrem Volk zu teilen. Sie schätzte nichts mehr als intellektuelle Neugier, weshalb sie im ganzen Land neue Gilden der Kognoszenten aufbaute, um Wissen zusammenzutragen, das den zukünftigen Generationen Arthias zur Verfügung stehen würde. Warum sind die denn so kacke geworden? Was ist denn los, ey? Sind es einfach die Todfeinde hier? Ah, that would be Tanta Sinta. Wow, she's beautiful. Yes. She does possess a certain aesthetic appeal. No, I mean, like, from the inside. It shines through her. She was the Tanta of Love. Those eyes. So kind. So comforting. So tragic. For all that innocent purity to be twisted by madness. Zoom die da so ran, was soll das? Nacht an Date. Tante der Liebe und Herrscherin über Junon. Sie dachte, nichts wäre wichtiger, als jedem Bewohner Arthias die Möglichkeit zu bieten, sich selbst zu verwirklichen, und sie schätzte nichts mehr als Individualitäten und Diversität. Sie war außerdem für ihre innovative medizinische Forschung berühmt. Ihr außergewöhnliches Talent für die Heilkunst gipfelte in der Entdeckung von Heilmitteln für die verschiedensten Krankheiten und schenkte ihren Untertanen Gesundheit und Glückseligkeit. Ja, das war einmal. Feeling more knowledgeable on the subject of all things. Tante? Ja, jetzt können wir in Ruhe sterben. Yeah, a little, I guess. Wonderful. Then shall we go and meet a real one? Will ich das? Oh, das wird doch richtig furchtbar jetzt, ne? Ich darf nicht mal speichern. Buh. Ab in die Hölle. Hier beginnt die nächste Phase von Freys Abenteuer. Vergewissere dich, dass du also... Ja, komm. Warum hat das Menü so einen Fisheye-Look gehabt? So sieht die Welt auch ein bisschen aus. So Fisheye-mäßig. Also der Himmel und so. No name for a demon. Oh, danke. I am surprised you made it this far. I'm impressed. Is that actually you? Or are you hiding behind one of your puppets again? I am the one you see. Hier ist eh alles, also es ist auch alles hier verzerrt.
So, face to face with the kitty killer herself. There will always be casualties in war. Great. No war, no casualties. Sounds good to me. Simple-minded. Silly girl. Naive. There will always be war. No, there doesn't have to be. But you and your goons don't care who you hurt. You killed a child. A little girl. Her blood is on your hands. No. It is you who trespassed on my land. Alter, dieser Bizeps, ne? Jetzt habe ich wirklich Respekt. You disregard rules and then act as if you are the victim? Take responsibility for your actions as I will for mine. No time like the present. Das wird lustig, weil sie ist ja die Kämpferin von allen. This is how you wish to proceed. So be it. Die hat ganze Heere ausgeschaltet alleine. Wie soll ich die jetzt gegen die kämpfen? You are quicker than you look, demon. Perhaps it is not luck alone that brought you here. Let us see what else you have to show me. Hey, der Maul. Dodging fireballs isn't easy. Might these pillars protect you from the worst of them, perhaps? Damn. Talk about tough. Ich fessel dich. Gefällt dir das? Come, face me. You dare face the counter of war? The old bait and counter, eh? Ich will auch ein Feuerschwert, das soll nicht scheiße. She's panicking. Try to anticipate her next move. Try it, but there's no way I'm letting myself lose to this bitch. I'm glad to hear it. And the street urchin would be too. Boah, ist der Bizeps. Sie war nicht wahnsinnig oder so? Ja. Ist die Tatsache. Das ist Thema Nummer 1 hier. Oh, ernsthaft jetzt, du dummes... Foolish child. This has been nothing but sport. It is time for you to learn what my soldiers are truly capable of. Die den anderen noch mit reinziehen und so tun, als ob sie... so ein Feuerball, Junge! So tun, als ob die denn stark wären. Embrace the flames! Nope, not working. Warum kann ich keine Feuerbälle haben? Warum muss ich mit Kackpflanzen kämpfen? It appears you put a dent in the mighty Sylar's armor. That dent's about to get a lot bigger. Did you think I would let you leave here unscathed? Bring it on. Crumble to ashes! Do not allow the demon to bleed! I will run you through! Loathsome creature! You shall be hounded to your doom! No! My fearless warrior! You're next, bitch! Bitch! You will burn for humiliating me! Shit. What the fuck? Meine Ohren, schreib mich nicht so an, ey. Boah, ist die grad laut. Alter, was macht die jetzt? Okay. This may not be good. Her anger is fueling her power. Well, you know what? Kann ich auch so glühen, dann ist mir nicht mehr kalt. Time to finish this. Und ich habe Pflanzen. Toll. Bin ja voll im Nachteil. Tell me, demon, what do you make of my wow, 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 has been wow. On the flesh of a thousand enemies. Oh, please. I'm
ending your bullshit now. Do your work! My sword screams out for the taste of your blood! You've come too far to fall now. Oh. Oh. Come, demon! Give me all that you have! Gladly. Wow. This is nothing. My ace in the hole. Ha. How much pain can you endure, I wonder? Joy. Take that. Ha. Return to the darkness from whence you came. Darkness? Steady, Frey. Take her down. Hey, ich gebe ja schon Mühe, Mann. You can defeat me! Do your worst! Impressive! Damn right. I didn't come here to lose. Oh, jetzt kann ich sie schlagen, oder was? Good. What are you waiting for? I am right here! This is going nowhere. Do something, Fred. Ich mach doch schon! Darkness, light, darkness. But why darkness? Alter, wenn die alle so abgehen, dann... Now it's for you, Olivia. This is not my final form. Jetzt kommt's. Die hat auch so einen Armreif. What the fuck? What is happening? Whoa. I think you just leveled up. Ja, level up. Toll. Was? Willst du mich jetzt verarschen? Was? Was ist das? Das Spiel wird ewig gehen. Das wird ewig gehen. Jetzt habe ich ihre Kräfte. Kann ich das Schwert benutzen? Oh mein Gott. Was? Zur Hölle. Sag ich Feuer? Feuer! Yeah! Noch mehr Talente. Ja, das habe ich mich vorhin halt gefragt, ob ich noch mehr Talente oder Fähigkeiten bekomme, weil es sonst sehr wenig wäre. Ja, okay, that's it. Aber ich habe wieder Tante. Ja, ich will auch immer Tante sagen. Das ist ein sehr blödes Wort. Also, Tantas. Du wolltest Nahkampf, da hast du Nahkampf. Das finde ich richtig geil. Da freue ich mich jetzt voll. Tempas? Tantra? Besser? Tante Liz? Könnt mich mal! Oh. Wie man es auch macht. Der Chat ist immer frech. Oh, ich kann jetzt Nahkampf? Ja. I just took someone's life. Ist halt echt so. Ja, wirklich. The people of Sepol will thank you for it. I really thought it would, I don't know. I just wanted to punish her. Thought it would make me feel better. But it didn't. No. Ach, erinnert doch nichts. It's no easy thing to take the life of another.
Well, I've taken out brake zombies, but only in self-defense. This I did out of anger. It was premeditated. It was self-preservation. She was never going to stop coming after you. More innocents would have died. More Olivias. I guess. Kill one to save many, right? Exactly. Doofes Prinzip immer. Hey, Cuff. By the way, I think I'm starting to understand these Affian letters. Also, Kaffee ist ein Kaff da. I actually picked up on French pretty quickly when I was in school. Is that another Earth language? Same. Oui, monsieur. That's a yes, I take it? Now Sile is gone. I just need to get Bob to teach me how to use the Tirana. Then I'm out of here. You really think he's in a fit state to teach you anything? I have to believe he is. Gotta think positive. Can't wait to click my heels 3 times. Is that how your people celebrate victory or something? You really do have the strangest customs. You absorbed Sile's energy. It restored your strength, healed you. No shit, I was there. And, as you put it, you leveled up. The binding spell the Tant has placed upon me seems to have loosened a little too. Much obliged. Well, whatever happened, it's gonna make surviving in this funhouse easier for both of us. Brighter paths ahead. Time to head back to Sepal, tell the people that Sila's shadow no longer hangs over them. Die werden uns jetzt hassen, weil wir ihre Göttin gekillt haben. Die beten die doch an. You didn't do badly, you know. She was no ordinary opponent. Was that a compliment? Don't point at it. How do you feel? Mentally, a 4. Physically, a 10. Oddly, I feel pretty good for a girl who's just had the shit kicked out of her. Sylas Magie. Ray hat Tante. Ich wollte schon eine Tante sagen. Tante Sylas magische Kräfte absorbiert und kann nun ihre Zauber und Fähigkeiten einsetzen. Du hast daher nun ein Hauptmenü unter Magie Zugriff auf neuen Fertigkeitenbaum. Ja! 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 Wow. No. Oh, ein Explosivtritt. Oh, wie cool. I love it. Tornado-Hieb. Ja, alles. Gib alles. Rasender Hieb. No. Oh. Cool. Und die Frage, wie man die benutzt? Dankeschön. Vermutlich gibt es dann Anarchie, Zerstörung, Totschlag, weil niemand mehr sie kontrollieren kann. Also hast du bestimmt was Gutes geleistet. Warten. Sylas Zauber Warp. Halt. Ich bin jetzt schon übermächtig. Kannst du einen Punkt an einer weit entfernten Wand oder Oberfläche anvisieren und mit Karacho darauf zuflitzen. Kombiniere diesen Angriff mit Freys Sprüngen und Parkour-Tricks. Oh, wie geil ist das denn? Um Arthur leichter voranzukommen, drücke um die Okay. Oha. Why don't we try out your new gifts? Yeah, why not? Warp! Hui! Oh, geil. Das ist cool. Nacht, Nino. Schlaf gut. Nee, ich mach nicht mehr so lange. Warpen für Fortgeschrittene. Was? Wenn du beim Einsatz des Zaubers Warp bestimmte Objekte oder Teile der Landschaft als Ziel auswählst, kannst du spezielle Aktionen auslösen. Experimentiere damit an verschiedenen Orten. Man weiß nie, was du dabei entdecken könntest. Für Fortgeschrittene. Oh, ist das hoch.
keep an eye out for places where you can put your new skills to use. Das muss ich erstmal üben, ey. Damn it. Aber hier war jetzt auch nichts weiter. Doch, da. Scheiße. Muss ich erstmal üben. Alter, wie geil ist das denn? Wow. Wusch. Wumm. Bäm. Nach oben bitte? Aber gut. Das ist schon geil. We gotta keep our heads on a swivel. What? It's just a way to say we need to keep our eyes peeled. That sounds disgusting. Forget it. Just stay alert. There might be monsters. Indeed. Do you realize we're not the monsters here? Ich finde das voll geil mit diesem Magie-Parcours. Man muss das aber erstmal üben, ne? Das ist gar nicht so einfach. Aber es stand ja auch für Fortgeschrittene. Was ich nicht bin. Oh, Zauberkräfte wechseln. Was? Da sind so viele Tasten. Du kannst so... Das... Oh, geil! Ein Feuerschwert! No point wasting time. Ah, sehr cool. Sehr cool. Cool. Ja, coole sind hier bestimmt auch. Sehr cool. Jetzt haben wir auch Nahkampfangriffe. Gulu. Ah, das erinnert mich jetzt gerade an Witcher, war es, glaube ich, an so ein Spiel mit dem Sound. Oh, lol, lol. Ich glaube, Klaus weiß, was ich meine. Ich glaube. So viel Neues jetzt. Jetzt muss ich schon wieder so viel Neues lernen hier. Bull, 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 bull. Genau. Ach. Ja. Hey, ist mal ein schwereres. Oder auch nicht. Ey, ist mal voll schwer. Oh. Naja. Did you find something? Wow, this is some real fantasy novel shit right here. Wow. No idea. Come to think of it. You are some real fantasy. Ah, jetzt bin ich Natsu. Ich bin Dragonslayerin. Hier gibt's Drachen. Und Gilden. Du bist ja voll Fairy Tales hier. Ich wünsche dir eine gute Nacht, DJ. Schlaf schön. Dankeschön. Think that does it. Let's see. What do we got here? Explosionstritt. Bam. Why not take a step back and try to relax?
Hä, warum soll ich mich... Hä, lass mich doch mit meinem Feuer spielen. Geh mir hier auf die Eier. Effekte haben was, ist mega geil. Geht's eigentlich nach der Burg da hinten auch noch weiter? Müsste eigentlich, oder? Fenster wechseln. Ach da. Jetzt Baum wechseln da. Ich hab nicht mal hier alles. One foot out of place and we're dead. I'd quite like to stay alive if it's all the same to you. For once. We can agree on something. Feuerbrunst, mach mal. Darf ich nicht. Achso, Karte wollte ich ja kurz gucken. Karte. Hier ist ja das... Die Burg. Es geht Tatsache noch hier weiter. Rosenholzquelle, das würde ich auch gerne noch holen. Mach die beiden Sachen, glaube ich, noch, oder? Oh, das eine ist nur so ein paar Kilometer weg. Ist hier oben World Großlis? Also, wir fangen mal an, darüber zu reden. Ich bin den ganzen Tag nur in diesem Gebiet hier. Da geht's ja, da ist ja auch noch und so, ne? Ja, da oben haben wir angefangen, hier, in Sipal. Und dann gibt's noch Yunnan und Visoria und Avualet. Und wenn ich jetzt ranzoome, dann sieht man schon, wie... Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Es ist fucking riesig, ja. Guck dir mal die ganzen lila Punkte nur an. Als Schatztruhen. Ja, RIP. Einfach nur RIP. Oh Gott, die Loot-Geilheit rippt ein. Das ist wirklich schlimm. Nothing, I suppose. I'll be the judge of that. Don't worry, this will be quick. I do hope so. Da auch Rätsel lösen muss man, um an Loot zu kommen. Also über die Rätsel wollen wir nicht reden, ne? Also da gibt es Truhen mit Schieberätseln. Ja. Es gibt also welche. Ja. Aber die sind jetzt nicht gerade schwer oder toll. Also ich hatte eben so ein Rätsel gemacht, war nicht so geil. Yep.
Okay. Ich muss erstmal damit klarkommen hier mit den neuen Fähigkeiten. Es ging die Viecher aber gerade nicht so gut. Not doing much. Yep. Okay. Alter, was sind das für Scheißviecher? Mein Leben. Ah, da ist ein Schieberätsel. Hier sowas halt. Das ist halt nicht so geil. Das ist jetzt halt nicht so. Hey, das ist ja mal schwerer. Hui. Ja, nice. Endlich mal Herausforderung hier. Das ist aber manchmal auch komisch, viel zu lenken, ne? Also nichts besonders schade. Nee, da leider nicht. Das finde ich auch nicht so. Okay. Können wir das nochmal von vorn machen? Ist jetzt alles so verschoben. Hey, bei dem bin ich mein Brain AFK. Das meinte ich halt, die werden dann irgendwann größer und. Also größer, mehr Felder und. Eventuell ein bisschen tricky. Also ich ein Riesenproblem, so lange bis es geht. Ja. Schauen wir mal. Yes, finally. Well done, I suppose.
Kannst du eigentlich direkt lösen, aber ich habe es gerade so beschissen gemacht. Ja. Warum sterbe ich schon wieder? Oh, ich bin vergiftet. What a pain. Ja, das ist wirklich Pain. Koffeeffekt. Ja, das stimmt. Ich habe vorhin die wirklich in ein, zwei Zügen aufgemacht. Ich renne doch schon, lass mich in Ruhe. Oh, gegen diese Giftnebelviecher habe ich keinen Bock zu kämpfen. Ja, ich bin nur schon auf dem Weg. Walls, a roof, and please a bed. I am all over it. Feld der Gefallenen. Okay. So. This seems like a good place to take a rest, don't you think? Well, look who's starting to understand where humans can and can't sleep. Well. Sagen wir um drei, werde ich mich hinlegen. Mach das. Tante Seiler hat offenbar den Verstand völlig verloren. Sie ließ die Grenzen schließen und sandte ihre Soldaten in Dörfer im ganzen Reich, um die Bevölkerung zu zwingen, gegen sie zu kämpfen. Die Dorfbewohner besaßen keine Waffen und mussten zu Sensen und Sicheln greifen. Leider konnten sie mit ihren befehlsmäßigen Waffen, behelfsmäßigen Waffen eine so unmenschliche Kraft nicht entgegensetzen und wurden ohne Gnade niedergestreckt. Sehr sympathisch. Es hat wirklich so ein bisschen was von Elden Ring, ohne Scheiß, so von dieser Ödnis hier gerade und diese so random Gebäude und dann sind da Gegner drin und sowas und so eine Schlösser. Ja, ja. Schon cool. Did you find something? Da geht dir gar nichts an. Das kriege ich gerade irgendwie gar nicht hin. Machen wir mal. Ach, ich kann aktuell nur drei, also komplett nur drei. Oh, das ist schon mies. Weil dann muss ich mal das andere auch hier überwechseln. Machen wir das. Drei Sachen. Interesting choice of task. What was I gonna make again? Rote Magie. Oh, so viel Level, ne? Holy moly. Darf ich den anderen Schissel auch noch leveln? Vor allen Dingen, wenn die anderen auch noch dazukommen. Nehmen wir es mal an. Das muss ja nicht heißen, dass ich jetzt von allen die Kräfte kriege. Aber RIP. Sag ja, wir sind dein Avatar, Herr der vier Elemente. Oder Herrin der Elemente. Ja, geil. Another day's adventure awaits. Das wird lustig.
Hause Elementus. Gut. Gosh, look at you go. I know, right? Was ist das Fotosymbol? Muss noch mal gucken. Ach, das ist da drüben. Ich dachte, das ist da oben. Nee. Du darfst gerne nach oben, Mädel. Danke. Wie riesig ist der Ort hier? Wow, das sieht cool aus. Lucky Emblem. Oh ja, oh nee, erinnere mich nicht dran. Oh nee, erinnere mich nicht dran. Ich bring mir so auf die Eier. Würde sie so reinpassen. Nein, bitte nicht. We might be able to take a nice picture for those kids around here. Alright, let's take this photo.